in een land met veel bergen, saftig grüne Wiese und mugende Kühe. In der Region, wo man das ganze Jahr viele Sachen machen kann, liegt auf 1020 Meter die schöne Hotel Spitzhorn in Saanen. Ich, als jüngster Gastgeber vom Hotel Spitzhorn, habe vor 6 Jahren den Traum gehabt, Hoteldirektor zu werden. Dieser Traum hat sich in diesen Jahren aber geändert. Jetzt stehe ich als Hoteltester vor dem Hotel Spitzhorn und schaue meine Eltern mal auf die Finger. Kommt doch mit! Ich merke gerade, das Personal ist sehr aufmerksam. Da wird mir richtig verwöhnt. Meine Eltern sind sehr präsent und helfen überall mit, wo sie können. Sobald man die Spitzhorn betritt, ist man umgeben von einem Gefühl, das man nur hier bekommt. Nämlich das Gefühl von Leichtigkeit des Seins. Und jetzt, meine Damen und Herren, das ist ein Familienzimmer. Natürlich sehr pingelig und gut geputzt. Typisch meine Mutter. Hier gibt es wirklich kein Staubkörnchen zu sehen. Sehr faszinierend. Sehr beliebt, gerade bei den Kindern, sind die Familienzimmer mit einer Galerie. Denn dort haben die Kinder einen eigenen Stock. Boah, was für eine schöne Landschaft! Oh, cool! Was haben wir denn da? Süßigkeit für unsere kleinen Gäste da drauf. Ja, aber ich glaube, meine Eltern nehmen dich etwas mehr als wir Kleinen. Also bin ich ziemlich so frech und bediene mich. Ich glaube es nicht. Das Hotel Spitzhorn hat sogar einen eigenen Skishop, wo man im Winter seine ganze Skiausrüstung mieten kann. Und im Sommer verwandelt er sich in die schöne Spitzhorn-Boutique. Meine Eltern arbeiten den ganzen Tag so viel. Und mein Papi nimmt sich dem englischen Auszeit im Frühjahr. So, und das hier ist der Seminarbereich. Aber man könnte hier auch so eine richtig geile Party schmeissen. Jetzt geht es auch schon wieder weiter, nämlich im Spa-Bereich. Das Wasser hier ist glasklar und hat eine herrliche Temperatur. Sogar die Kinder können hier baden. Das ist ja unglaublich. Hier kann man ja wirklich alles machen. Der Fitnessraum ist sogar 24 Stunden offen. Und nach dem Sport kann man in die Saunen so richtig schwitzen. So viele Hotels anschauen macht natürlich auch riesigen Hunger. Und darum gehen wir jetzt hier das gute Essen testen. Oh, die Aussage ist aber schwierig bei so vielen feinen Sachen. Wenn die Eltern noch am Auswählen sind, können die Kinder noch auf den Spielplatz. Denn der ist nämlich gerade nebenan. Weil das ist viel spannender als am Tisch mit den Eltern schnurren. Das Essen ist ausgezeichnet und alles so ins kleinste Detail angerichtet. Der Küchenchef hat mir gesagt, dass die Küche immer möglichst saisonale Gerichte anrichtet. Jetzt sind wir leider schon wieder am Ende unseres Hoteltest. Und mein Vater hat natürlich gesagt, ich soll sagen, dass das beste Hotel der ganzen Welt sei und so. Aber ich muss sagen, jetzt nach dem Durchgang, ja, es ist vielleicht schon ein wunderschönes Hotel. Und wir würden freuen, uns bei uns begrüßen dürfen.